11. Dezember fand in der Hansestadt Wismar die 16. Seemannsweihnacht statt. Initiiert wurde die Veranstaltung vom Förderverein Pöhler Kogge. Bei leichtem Schneefall konnten die anwesenden Besucher den Warnemünder Shantychor de Glashans erleben. Im Anschluss lud Pastorin Antje Exner zu einem Gottesdienst. Beendet wurde der Nachmittag durch die traditionelle Lichterfahrt. In der alten Reithalle findet an allen vier Adventssonntagen der erste Kinderadventsmarkt in der Hansestadt Wismar statt. In der Zeit von 15 bis 19 Uhr können Familien hier auf ihre Kosten kommen. Der Eintritt für den Markt ist frei, unterstützt wird das Projekt von zahlreichen lokalen Akteuren. Das Solarzentrum Mecklenburg-Vorpommern in Witow nahe Wismar. Am 9. Dezember fand hier das 15. Benefizkonzert für Kinder und Bildung im Norden statt. Eine Veranstaltung zugunsten der Erweiterung der Weinbergschule für Kinder mit Beeinträchtigungen in Schwerin. Träger der Schule ist die Diakonie Westmecklenburg-Schwerin. Es ist kurz vor 11 Uhr an einem Dienstag im Dezember. In der Wismarer Tafel geht es zu wie in einem Bienenstock. Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer putzen Gemüse, sortieren, packen Kisten. In nicht einmal einer Stunde wird das Fenster geöffnet und die gespendeten Lebensmittel werden von Bedürftigen abgeholt.